So, Freunde der Spielkultur, wir fangen jetzt einfach an. Nee, ich beantworte jetzt im Stream keine Fragen mehr mit, wie geht's dir? Wir spielen heute System Shock Remake. Das Remake der Remakes. Ich habe es ja vor etwas längerem schon die, sag ich mal, die erste Etage komplett gespielt gehabt auf dem Kanal. Jetzt spielen wir das Spiel, weil Release ist heute und ab heute man das ab 17 Uhr zeigen darf. Gestern war, ich glaube, Review-Embargo zu Ende, wo schon immer kritisiert wurde, ist halt ein bisschen oldschool, was natürlich klar ist, das Spiel ist alt eigentlich, das Original. Und es wird natürlich ein Mittelweg genommen, der natürlich die alte Gameplay-Mechanik, ein bisschen neues Grafikgerüst einbaut und das Ganze ein bisschen hübscher macht, aber trotzdem in der Essenz dasselbe System Shock bleibt wie damals. Und das haben sie wirklich gut gemacht. Damals auch schon auf der ersten Ebene gemerkt, es gibt wie früher keine großartigen Questmarker und so weiter. Du musst halt mit den Dialog-Logs arbeiten, musst halt eigentlich überleben, die Station verlassen und den Feind besiegen. Und ich fand es damals halt gut angesetzt. Wir werden jetzt einfach ein neues Spiel starten. Ich denke mal, es wird sich zur Demo nicht mehr so viel verändert haben. Außer, dass es jetzt in Optionen so ein paar Sachen gibt, wie dass man die Audio-Logs automatisch abspielen kann oder dass man eine Taste dabei drückt. Ich glaube, das hatte ich damals auch mal angemerkt, als ich das angespielt hatte. Aber wird schon gut werden. So, man kann die unterschiedlichen Abschnitte des Spiels erschweren oder vereinfachen. Übrigens, ich habe auch gesehen, im Test wurde sich beschwert, dass der Kampf bolle schwer manchmal ist. Aber das ist System Shock. Das ist die Gefahr, die einem droht. Wir werden aber alles auf Standard lassen und nicht auf schwer, weil es würde mich wahrscheinlich auch ficken, wenn ich auf schwer mache. Mach dich bereit, das Hirn zu zermatern. Sicherheitsprotokoll verfolgen den Hacker, während Cyberwesen bei Sichtkontakt angreifen. Schultern beobachtet jeden Schritt des Hackers. Wegpunkte helfen dem Hacker bei der Navigation auf der Citadel Station. Erforderliche Missionsgegenstände können nicht abgeworfen werden. Das ist doch super. Aber wir machen das einfach Standard-Run. Schwer wird mich, wie gesagt, würde mich ficken. Das Original damals war wirklich hart. Willkommen zu Hause. Ich habe auch gelesen, dass einige Leute gemeint haben, dass so manche Grafiken, dass sie so pixelig gehalten wurden, nicht denen nicht gefallen haben. Aber ich finde, das macht den Charme halt schon aus. So ein bisschen. Brute Force und Passwort. Okay.
Warum gibt es hier keine Muscheln? Wie funktioniert die Muschel? Don't miss the opportunity of a lifetime and a chance to write your name into history. If you think you have what it takes, send us your resume today. This concludes tonight's broadcast. You all sent us your votes and turn around now. From Dr. Dorothy Rimbaud, say genetic research bet. We're transporting the prisoner from New Atlanta, Sector 11. What's our destination? Diego's office is requesting the prisoner to make the handoff there. Copy that. Remember, gentlemen, what I say stays here. I'm currently attending to other affairs on the station, but I have a job for you. If you do it, you'll be rewarded. Refuse, and you won't be leaving the station in a shuttle. I see the silent type. Remove the hood. I'll make you a deal. You cooperate and I'll give you the implant you tried to steal. Surgery and all. Consider it a gift. Besides, what surgeon would you prefer? Try Optimum's Elite or some black market hack job? Fantastic. This is Shodan, the station's AI. She controls just about every system on Citadel Station. I need you to remove the ethical restraints. They've been a bit of an issue of late. In Hexcode. Not bad. I may have other work for you once this is over. See you. Ja, es ist wirklich so. Also wir selbst haben Shogun das weggenommen alles. Und dann wachen wir auf der Station auf, die wir manipuliert haben. So, mit Tab die neurale Schnittstelle öffnen. Wobei ich sehe, die haben das Menü ein bisschen angepasst. Das war ja früher noch so ein Komplettmenü. Ein Heilmittel. Man kann übrigens all möglich an Schrott einsammeln. Ups. Die man vielleicht teilweise auch gar nicht braucht. Das nimmt halt immer im Inventar als Platz weg. Deshalb muss man sich schon ein bisschen überlegen, was man so mitnimmt. Ich weiß auch nicht mehr genau, was alles nützlich ist später. Belohnung fürs Recyceln. Bei Verdampfung 5 Schrott. So, hier kriege ich meine erste Waffe. Eine Zugangskarte. Multimedia-Datenlesegerät, damit ich E-Mails empfangen kann und Audiologs hören kann.
und ein Navigationsimplantat. Das Remake war nicht 10 Jahre in Entwicklung. Wir haben früher eine Alpha gespielt von vor 4 Jahren. Und sind ein paar neue Animationen dazu gekommen. Wie zum Beispiel das mit der Karte war damals auch nicht drin. Will der eigentlich eine Taste von mir haben? Da steht halte Taste irgendwas für eine Beschreibung. Gegenstände kann ich jetzt schon verdampfen. Ups. Die Taste. Aber wenn ich Gegenstände jetzt schon verdampfen kann, kann ich auch direkt alles mitnehmen. Und dann einfach die Sachen verdampfen, die ich nicht brauche. Ich hoffe nur, dass ich da nichts Wichtiges außer den verdampfe. Aber eigentlich sollte das nicht passieren. Und schon, wenn wir eine Schnelltaste haben fürs Verdampfen. Wir haben einen Creditwert. Wobei, ich brauche eh ewig. Hier können wir uns generell heilen lassen, was jetzt nicht nötig ist, weil mein Kampf war in Ordnung. Kannst du uns nicht wissen erklären, wie der Verdampfungsprozess geht? Aus Verdampfung, du machst eigentlich nur Schrott aus den Artikeln und mit Schrott kannst du später, ich glaube, Sachen bauen noch zusätzlich. Ich möchte jetzt endlich mal wissen, welche Taste... Achso, da. Alt. Ein beschädigtes Bleirohr. Ein Haufen wiederverwertbarer Schrott. Und 10 Schrott sind ein Credit wert. Also kannst du Sachen, die an sich nichts wert sind, verdampfen zu Schrott. Wir haben jetzt auch die Verbrauchsleiste unten, sag ich mal, auf Waffen, Sprengstoff und Verbrauchsgüter aufgeteilt. Du konntest vorher das komplett frei... das belegen. Hier können wir unsere Energie aufladen. Weil wir haben oben rechts eine HP-Leiste und eine Energieleiste. Nick, ich weiß, dass du neu bist, aber du musst den Türcode für Heilungskammer, für die Heilungskammer merken. 451, vergiss ihn nicht. Wir haben hier einen VIP, der sich von einem neurochirurgischen Eingriff erholt. Und Edward Diego, der Leiter des Betriebs auf der Station, scheint beunruhigt zu sein. Gib ihm also bitte sofort Bescheid, wenn sich der Zustand unseres Gastes ändert. Abgesehen davon möchte ich, dass du den Vorratsschrank in der Heilungskammer ausräumst. Die Sachen des letzten Patienten
der letzten Monat verstorben ist, sind immer noch da drin. Bringen sie in den Lagerbereich im Wartungstunnel, gleich nördlich der Heilungskammer. Dort bringen wir die Habseligkeiten der Patienten unter, wenn sie im Schlaf sterben. Sieh es einfach an, wie eine Art Fundbüro an. Hier ging es nur um den Code. Das wurde früher auch übrigens nur mit stumpfem Text gemacht. Wo das jetzt natürlich wirklich besser aussieht, wenn jetzt doch noch so ein kleines Bildchen dabei ist. Ah, hier sind auch jetzt die Notes eingeteilt, auf welcher Ebene man die gefunden hat. Für eine bessere Übersicht. Also wenn das, was da in der Mitte ist, dieses ganz Kleingeschriebene, wirklich irgendwelche wichtigen Informationen sind, werden wir auf diese verzichten müssen. Aber es soll, glaube ich, den Bereich irgendwie noch anzeigen. Ich hoffe einfach, das ist nichts Besonderes. Kann man übrigens auch inzwischen umstellen, dass man sich nur auf Rätsel konzentriert und nicht in der Ego-Perspektive mit Sachen interagiert. Protein-Kick mit Chips. Mit Essen kann man sich auch heilen. Welcome back to Citadel Station. We hope your somnolent healing stage went well. Today is the 6th day of November, year 2072. You are currently in the healing suites, located on the first level. Level 2 contains the research laboratories. 3 houses the Department of Maintenance, and the storage cells are on level 4. The flight deck is on level 5. Level 6 holds crew facilities and executive suites, and level 7 is systems engineering. Level 8 houses the Department of Security. The bridge is located on level 9, and energy systems on level R. All levels can be accessed by the elevator in Alpha Quadrant. We hope you have a pleasant stay on Citadel Station. Achso, dann drehen sie sich alle. Ob der da einfach durchgehen kann? Ich glaube schon. Ich glaube, ich habe damals gesagt, auch ich bin zu doof dafür, ne? Bisher für dieses eine Rätsel. Weil ich nicht wusste, wo der Anfang ist und wo das Ende ist. Obwohl es kann sein, dass der Anfang ist. Ah ne, da kommt der Strahl her. Da ist das Licht. Da muss der wahrscheinlich von da nach da einfach.
Das sind zwei schräge. Sein. Hier bringt das ja überhaupt nichts. Mein Gehirn läuft auf ganz normale Spannung. Ich sollte die Spannung vielleicht erhöhen. Also komme ich ja nicht raus. Also ich komme ja nicht aus dem. Ich muss ja trotzdem dieselben Winkel nehmen. Es kann ja nur darunter gehen. Und dann stehst du hier. Kommst du an der Stelle nicht weiter. Dieser Anschluss erfordert eine Logiksonde. Richtig, ich denke zu kompliziert. Ich denke, von einem Punkt zum anderen Punkt zu kommen, wäre wichtig. Ich denke überhaupt nicht zu kompliziert. Ich denke genau richtig. Level up. Im Gehirn. Überleg halt, ob es nicht eine Taschenlampe gibt. Ja, guck mal. Da ist eine Recyclerstation. Habe ich 3 Credits bekommen. Bin ich. Immerhin zeigt dir mal an, wo die Stationen sind, Tastenfelder. Zugriffpanels. Also ein paar Infos gibt die Karte inzwischen ja schon wieder. Das war ja nur der Lichtschalter hier. Er muss es ja mehr geben als nur den, die eine Leiche jetzt gerade. Aber das Rätsel ist ja nicht gemacht zum Spaß. Aber hat einen schönen Flair. Ohne dieses Spiel hat es wahrscheinlich sowas wie Dead Space und so gar nicht gegeben.
Das ist eigentlich der Vorgänger von allen möglichen Sci-Fi-Games. Und ich glaube, es war noch vor Deus Ex. Und Deus Ex hat auch sehr viel sich inspirieren lassen von dem Spiel. So, du gefragt, ob man das Spiel immer noch als Rätsel spielen kann. Du kannst immer noch die Schwierigkeitsgrade für die unterschiedlichen Bereiche hoch oder runter stellen, wodurch du den Kampf halt minimieren kannst. Und du kannst die Rätsel auch schwerer machen. Ich hoffe, das ist als Antwort ausreichend. Standardmunition, der nimmt die nicht, weil wir noch keine. Ach so, ich hab die falsche Taste genutzt. Wir haben ja rechte Maustaste. Die haben die Kameras auch nochmal leicht verändert, die mich überwachen. Erst woanders hingehen sollen. Weil mir fehlt es jetzt leider. Also, du kriegst eine Pistole, wenn du den normalen Weg gehst. Und ich bin jetzt, sag ich mal, schon einen der geheimen Wege gegangen. Indem ich das Rätsel direkt gelöst habe. Das Spiel kam raus, da war ich noch knackige 10 Jahre alt. Und trotzdem hat man das gespielt, obwohl das definitiv nicht für mein Alter war. Also das Original damals. Also ich hoffe, es war alles.
Wie hilfreich ist die Map zum Auffinden von Siegrens Geheimräumen? Bessere Übersicht der Verschachtelung Gängen zum Beispiel. Du meinst, wie gut die Karte ist in dem Remake? Ich fand die okay zum Verstehen. Aber du kriegst halt immer noch nicht alles angezeigt auf der Karte. Weil das macht System Shock ja nicht aus. Ich muss sagen, ich spiele jetzt die finale Version heute auch das erste Mal. Ich habe halt nur damals die Demo gespielt. Beziehungsweise Demo. Später war es die Demo, dann war es mal irgendwann die Preview vor Ewigkeiten. Die erste Stage. Aber man merkt schon, dass sie noch ein paar Sachen gemacht haben. Seitdem. Vor allem die Modelle und die Beleuchtung ist jetzt besser. Nochmal ein Tick. Aber die Entwickler haben nicht ohne Grund eine Komplettlösung zu allen Content-Creatern mitgeschickt, beziehungsweise zu allen Testern der Presseversion. Weil du kannst halt schnell was übersehen. Genauso hat das auch damit zu tun, wie schnell du das Spiel durchspielst. Du kannst das Spiel mit allen Secrets und so weiter, kannst du 30 Stunden brauchen. Wenn du Gas gibst, kannst du aber auch in 6 Stunden schaffen, die komplette Story abzuschließen. Wenn man sich halt auch auskennt. Und nein, ich werde mich später nicht super auskennen. Ein Lösungsbuch im Wert von 20 Euro geschenkt. Ich denke mal, die hat ein bisschen Angst davor, dass das Spiel schlechter bewertet wird. Weil es halt natürlich vom Gameplay pseudomäßig outdated ist, würde ich sagen. Und wenn du hier keine Ruhe mitbringst und ein bisschen arbeitest oder mitdenkst, wirst du auch einfach drauf gehen. Ich erlöse die alle. Audiolog. Eine blaue Karte. Hier an der Stelle. Ich sehe schon wieder, wie Leute sich aufregen werden, dass es keine deutsche Vertonung gibt. Weil sich immer irgendjemand darüber aufregt. Aber immerhin ist es hier nicht so, dass du in irgendwelchen Action-Szenen Texte lesen musst. Normalerweise ist das Spiel sonst relativ ruhig. Man hat halt auch die Zeit, einen Text mal zu lesen. Du siehst aus wie ein Clean-Bot. Da hinten steht einer. Und ja, das Lösungsbuch ist wirklich ein Bilderbuch. Vielleicht kann ich das gleich mal kurz zeigen. Ich habe es nicht noch großartig da reingeguckt. Biosystem-Überwachungssystem V1.
Also es sind sehr viele Bilder mit eingearbeitet worden. Hat auch irgendwie 50 Seiten oder so. Ich weiß gar nicht, ob ich später überhaupt so viel Schrott brauche. Aber wenn man mal alles durchgeht, dann übersieht man wenigstens nichts. Aber bei mir ist das Originalspiel auch schon zu lange her. Und das Verdampfen war noch nicht in der Demo drin, wenn ich mich recht entsinne. Leute, prüft das Spiel auf 6 FPS bei 480 spielen sollen. Und dann hättet ihr dem gut zugucken können. Physik! Ich glaube, die hatten damals auch keinen Ragdoll. Also ich meine nicht damals in der Originalfassung, sondern damals in der Version, die wir vorgestellt haben. Da hatten die noch kein Ragdoll-Feedback. Das ist ja die Cyberspace-Geschichte hier. Karte. Aber immer die Karten kannst du nicht aus Versehen wegschmeißen. So, den Riegel kannst du essen. Hm? Okay. Wir haben Shodan zu sehr beansprucht. Da Shodan jedes System auf der Station kontrolliert oder überwacht, ist es kein Wunder, dass die eingebaute Sicherheits- Unterprogramm seine Schwächen zeigt. Im Moment versiegelt es wahllos Lagerräume und speichert den Code für den Zugang zu ihnen in Cybercores, die nur über den Cyberspace zugänglich sind. Wenn man diese nutzlosen Informationen in dieselben Kerne wirft, entsteht eine Schwachstelle. Ich werde Shodan mit der Entwicklung von Verteidigungssystemen beauftragen, um potenzielle Hacker fernzuhalten, bis dieses Problem gelöst ist. System Shock 2 auch ein Remake. Das kommt, glaube ich, darauf an, wie das Ding hier laufen wird. Den haben sie auch noch mal ein bisschen überarbeitet.
Also wie das Cyberspace generell aussieht, ist jetzt anders. Ein bisschen besser zum Orientieren. So, da haben wir die rote Linie. Und da kommen wir. Fand ich nämlich in der Preview-Version nicht gut, wie der Cyberspace gemacht wurde. Weil es super unübersichtlich war, du konntest Wände kaum erkennen. Also vom normalen von der normalen Cyberspace-Umgebung. Feinde sind einfach irgendwo aufgetaucht. Jetzt haben sie halt diese schönen Portale, wo die rauskommen. Das war nicht, was das Sofortfluchtmodul macht. Ich glaube, es schmeißt mich sofort aus dem Cyberspace raus. Also möchte ich das gerne nicht machen. Ich glaube, es gab keine Health Packs damals. Aber die sahen anders aus. Nee, wir sind genau da rausgekommen, wo dann die Wand war. Und in welche Richtung war die Wand nochmal? Orientierung. Das muss richtig sein. Hauptsache die Viren sehen aus wie der Kopf von der Freiheitsstatue so ein bisschen. Die Sicherheitssoftware, ich bin der Virus so gesehen. Da darf ich noch nicht durch. Okay, darauf schießen wir doch die richtige Lösung. Aber auch schön, wenn Sachen explodieren. Beziehungsweise manchmal so dieser Impuls geht über die Wände. Ich weiß, es könnte natürlich 10.000 Mal besser aussehen. Es geht einfach nur, ob die den Flair eingefangen haben von früher. Wobei das ja auch immer schwierig zu betiteln ist.
Aber wie die den Cyberspace gemacht haben, haben sie richtig gut gemacht. Also richtig gut verbessert. Weil es nicht mehr ganz so extrem verwirrend, wie er noch in der Beta-Brand war damals. Alpha-Brand, was auch immer. So, dadurch haben wir die Tür geöffnet. Liebes Munitionslagerdepot. Und eine Waffe. Drücke T, um eine zweite Patrone in die Kammer zu laden. Wirksam gegen Roboter. Magnetisch-elektrisch, halbautomatische Waffe. Wir haben die Tage darüber schon gesprochen hier im Stream, dass Homeworld 3 verschoben wurde. Weil ich ja auch gesagt habe, dass es im Februar, beziehungsweise nicht im März, sondern dass es am 16. Juni rauskommt, weil da war eigentlich das offizielle Release-Datum, was aber keiner geshared hat. Was sie angepeilt hatten. Dann war noch die Collectors Edition. Da will ich einfach mit Münzen beschmeißen. Ich habe eh zu wenig Münzen. Na, da müsste ich draufklicken. Im Waffenrack selbst ist nichts drin. Seh dich doch. If you're hearing this, we have set up an operations base to assist in resisting Shodan. Come to Beta Quadrant, and you will find the medical research vaults have been turned into a radioactive trench. If you are coming in from Gamma, our guards will extend the bridge for you. You can also activate the bridge using a nearby wiring panel. Any humans that can hear my voice, come to Beta Quadrant and make a stand against Shodan. Also wegen der Thematik von Homeworld 3, wenn ich Material habe, was ich euch zeigen darf, werde ich natürlich Material auch zeigen. Oh, danke fürs Licht. Komm her, Nakedai. Ich muss gerade dran denken. Der System Shock hat einen schöneren Gollum. Als bei Lord of the Rings Gollum aktuell. Der war auch fies, aber der war einfach so direkt in meinem Kopf drin. Ah, hier ist die Standardpistole, aber die Magpulse ist schon eine bessere Waffe. Aber es ist gut gegen Roboter später. Es ist auch schade, dass das Game so bescheiden ist. Ich hätte mir ein gutes Herr der Ringe gewünscht. Also ein gutes Herr der Ringe Spiel. Verbesserung des Sehvermögens. Wenn die Wirkung des Pflasters nachlässt, erfährt der Anwender vorübergehend irgendwas für eine Minute. So, da können wir im Moment nicht durchgehen. Immerhin werden auf der Karte Türen angezeigt. Das ist auch schon sehr hilfreich. So weißt du wenigstens schon, wo du warst.
Und Sicherheitskameras, die noch nicht zerstört hast, werden dir auch angezeigt. Was zeigst du mir hier für ein Symbol? Ein Zugriffspanel. Achso, da waren wir aber dran. Aber du willst ja nicht, dass dich die KI die ganze Zeit beobachtet, deshalb kannst du die ganzen Sachen kaputt schlagen. Oh, das habe ich vergessen vorhin, Sichtgerät 1. Das ist nämlich die Taschenlampe. Ich glaube, Taschenlampe verbraucht Energie. Lass die mal an, das werden wir gleich sehen. Oben rechts drauf achten. Strahlen die Augen des Charakters? Nein, der Charakter hat eine Lampe, ich glaube, irgendwo an der Seite befestigt, als Neurallink. Deswegen so Taschenlampe verbraucht Strom. Die Software-Sachen sind die Sachen, die ich in dem Neuro-Ding, also in dem Cybernetz benutzen kann. Wäre cool, Augen als Scheinwerfer. Du bist bei Asterix und Obelix. Du bist eine Wildsau. Wildschwein. Ja, die Waffe ist halt sehr effektiv. Gegen die. Oder machen meine Neuralimplantate generell einen Energieverbrauch? Ich weiß es nicht mehr genau. Nehmt das hier, Cyborgs. So, jetzt kann ich deren Energiewaffe, kann ich die benutzen oder ist die kaputt? Ja, die ist beschädigt, aber die kriege ich nachher auch. Die kann nämlich Energie von mir verwenden. Die Magpulse ist eine Mischung aus Energiewaffe und normaler Schaden. Also magnetisch plus elektrische halbautomatische Waffe. Wenn du eine Patrone dazu machst, dann macht die 150 Schaden. Bestimmt eine Schnelltaste fürs Verdampfen. Guten Abend, Sarolon.
da gab es einen Schalter. Darf ich deinen Stecker berühren? Ah, okay. Die Rätsel sind komplexer geworden, Ansichtssache. Was habe ich jetzt aktiviert damit? Der Strom wurde umgeleitet, super. Kacke. Ach so. Ich glaube, damit habe ich den Durchgang da bei Alpha geöffnet. Deshalb wird die Kamera dann nämlich hingezeigt. Also ich habe auf jeden Fall irgendeinen Gang geöffnet. Hier war nämlich, glaube ich, ein Schild, da sind wir gar nicht vorbeigekommen. Also das ist auch nicht aufgefallen. Das war das Spiel, wo mein älterer Bruder mich aus dem Zimmer geschickt hat, als ich es gespielt habe. Sei mal froh. Ich glaube, mein Bruder hat mich dabei einfach schamlos zugucken lassen. Dein Bruder ist ein ekelhafter StarCraft-Cheater. Das ist korrekt. Gasgranaten, mit denen ich erstmal nichts anfangen kann.
bist, ich höre dich doch. Alter. Lady, es tut mir doch nicht so weh. Ich wollte nur mal gucken, wie viel Munition ich habe, aber ich habe 48 Munition, das ist genug, um auch mal ein bisschen zu ballern. Es ist nett vom Gegner erst einen Piepton abzugeben, bevor man ballert. Hallo, es sind Cyborgs. You are not welcomed here. Remove yourself. Shodan, du doofes Miststück. Manuell verriegelt. Lass mir übrigens ein bisschen Zeit. Rück. Schalter. Da. Ah, drück Schalter. Denke. Manipuliere dich. Was du drückst. Okay, jetzt bin ich irritiert. Der ist zu, das andere Ding ist verschlossen. Ach so, ich muss hier drin stehen und den drücken, dann komme ich auch durch. Da war ja was. Dann können wir den Fahrstuhl entriegeln. We got one of the regeneration rooms working again. I cut Shodan's connection to the medical CPU, and that allowed us to fix the cyborg override protocol it's installed, without having to worry about it reverting. Yeah, looks like it won't come out of cyborg once the regeneration bay console has been accessed. It's too late for too many. But if we... Also wenn ich's packe, werde ich das Spiel durchspielen. Ich muss einmal ganz kurz was breaken.